Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute wird es richtig krass. Wir versenken nämlich diese Xoxo-Maske in diesem See hier. Aber um sie richtig zu versenken, müssen wir ganz in die Mitte vom See kommen. Und dahin schwimmen können wir eigentlich nicht. Und deswegen hat Kermit der Frosch uns ein Boot besorgt. Kermit, zeig's uns. Hey, meine froschigen Friends, ich hab euch heute ein Flamingo-Boot mitgebracht. Hä, Kermit, das ist doch kein Flamingo-Boot, da passt doch nicht mal du drauf. Ja, und deswegen habe ich auch den Vergrößerungstrank besorgt. Hier ist er. Oh, okay, Kermit, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass du so schlau bist. Hey, das ist gemein. Ja, aber naja, lass uns den Trank doch direkt mal ausprobieren, oder? Ja, klar. Okay, let's go. Okay, wir nehmen mal den Flamingo und den Vergrößerungstrank und stellen den jetzt mal hier hin. Mit dem hier soll ja alles größer werden. So, wir machen ihn mal auf und schütten mal ganz wenig drauf. Wir wollen ja auch nicht einen zu großen Flamingo. Okay, let's go. Wir schütten ihn drüber in 3, 2, 1. Okay, und ein bisschen drüber. Okay. Und jetzt müssen wir ihn nur noch einwirken lassen. Aber wow. Wow, der war doch gerade noch mega klein, oder? Und jetzt passt da eine Person drauf. Das ist ja so krass. Schau mal, ich kann da einfach drauf gehen. Aber zu zweit reicht es nicht. Ja, da hast du recht. Da passen wir nicht zusammen drauf. Dann nimm doch noch ein bisschen was von dem Trank und schütt was drüber, oder? Weil dann sollte er eigentlich noch größer werden. Und ist ja mega krass. Okay, Vogelmann, let's go. Okay, schütten. Wow, Vogelmann, wie viel schüttest du da denn drauf? Und hier nicht so viel, der wird ja riesig. Vogelmann, hör auf, der wird doch viel zu groß. Und mehr. Siehst du, war doch nicht so schlimm. Au, au! Wow, oh mein Gott, Vogelmann, der ist ja riesig geworden. Oh mein Gott, wie krass, Doktor. Der ist riesig. Ja, wirklich mega. Schau mal, wie groß der einfach ist. Da passen wir 10-mal rein, Vogelmann. Oh mein Gott, mega krass. Okay, aber irgendwas fehlt noch. Ah, ich hab's, die Dekoration. Wir brauchen deine Magie, Vogelmann. Magie, 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 die Magie. Wow, Vogelmann, das ist ja mega krass. Der sieht ja richtig cool aus. Jetzt ist er der coolste Flamingo der Welt. Ja, hier ist einfach sogar ein Papagei, dann Delfin. Aber Doktor, wo ist die Maske hin? Wir haben sie doch vorhin dorthin gelegt. Ja, stimmt. Wo ist eigentlich die Maske? Kermit hat die... Ich pisse auf die Maske. Guck mal, Doktor. Och nein, nicht schon wieder, Kermit. Du weißt doch, dass es nichts bringt, Kermit. Geht's. Wie ekelhaft. Ja, heb du sie mal auf. Ist richtig eklig und rein damit. Aber die Maske werden wir ja heute eh endgültig los. Wir versenken sie. Ja, die versenken wir heute im Wasser. Freunde, gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben. Daumen, Daumen, Daumen. Bei 5000 Likes machen wir ein richtig krasses Gewinnspiel. Abonniert jetzt auch mal kostenlos diesen Kanal. Aber mit all dem, was wir jetzt gesagt haben, let's go. Okay, Freunde, die Xoxo-Maske ist schon im Boot und ich gehe jetzt da auch direkt mal rein. Du kommst danach, Vogelmann, okay? Okay. Okay, perfekt. Okay, erster Schritt auf das Boot und ich hoffe, ich falle nicht ins Wasser. Okay, und ich bin drin, Freunde, wow. Und wow, ich treibe ja schon mega weit weg, Vogelmann. Warte, ich dock hier wieder an, dann kannst du direkt nachkommen, okay? Vogelmann, komm direkt nach, los. Wie kalt. Ja, ich weiß, es ist mega kalt, aber hier drin ist eigentlich ganz chillig. Okay, du hast es geschafft, Vogelmann, so. Okay, ich würde aber sagen, wir fahren erstmal ganz auf die Mitte vom See, um dann die XOXO-Maske zu versenken. Weil da hat der See seine tiefste Stelle. Ja, hoffentlich können wir sie dadurch zerstören. Hier liegt sie einfach noch. Wir haben aber auch noch viele coole Zaubertränke dabei, die wir auch noch gleich ausprobieren werden. Und das wird mega krass. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der Mitte vom See wieder. Bis dann! Okay, Freunde, wir sind in der Mitte vom See angekommen und ihr fragt euch bestimmt, was das hier ist. Es hat einfach angefangen zu regnen. Ja, mitten aus dem Nichts hat es angefangen. Ja, schaut mal hier raus. Auf dem See regnet es einfach mega. Man sieht hier die ganzen Tropfen. Aber zum Glück konnten wir uns mit diesem Tuch hier eine Höhle bauen. Das Ding ist, deswegen sind wir doch eigentlich nicht hier, Vogelmann. Wir wollen doch die Maske hier zerstören. Ja, wir werden sie heute auch zerstören. Ja, und du weißt, dass einer von uns dafür ins Wasser gehen muss, um ganz zum Boden, zum Grund zu schwimmen. Also, ich bin's nicht. Vogelmann, ich weiß, dass du das nicht machen willst, aber dafür haben wir auch die Challenges vorbereitet. Ich würde sagen, wir kommen direkt mal zu Challenge Nummer 1. Wir haben hier draußen nämlich zwei gleich große Flaschen mit Wasser hingestellt und die müssen wir gleich trinken. Und wer von uns beiden schneller fertig ist, gewinnt die Challenge und hat somit dann auch einen Punkt. Und der, wo am Ende weniger Punkte hat, muss ins Wasser und die Maske versenken. Na, dann lass uns direkt loslegen. Ja, hier ist deine Flasche, Vogelmann. Aber ich würde sagen, wir gehen nach draußen. Okay, gehen wir direkt mal hier raus. Let's go. Okay, Freunde, wir sind draußen angekommen und Challenge Nummer 1 startet genau jetzt. Let's go. Uh.
Boah, Freunde, ich hab's geschafft, ich leer. Und du hast noch was drin, Vogelmann, gell? Ja. Deine Flasche ist noch voll. Noch zur Hälfte. Ja, ich hab's halt schneller geschafft. Aber du hast die UE-Hälfte daneben geschüttet, Doktor. Ja, Vogelmann, natürlich konnte man ein bisschen was daneben lernen. Du hast es nur nicht gemacht. Ja, klar, Doktor. Okay, einigen wir uns darauf. Ich habe die erste Challenge gewonnen. Aber es gibt ja noch eine Challenge. Und da kannst du ja immer noch gewinnen. Gewinnen. Ja, gewinnen. Aber gut, es regnet immer noch. Lass uns lieber mal reingehen. Irgendwie wird es immer stürmischer hier. Als ob die Maske weiß, dass wir sie gleich versenken werden. Vielleicht hat es deswegen auch angefangen zu regnen. Es stürmt auch schon sogar ein bisschen. Lass uns direkt wieder ins Zelt gehen. Let's go. Okay, hier unten rein. Okay, wir sind wieder drin, Freunde. Aber warum muss es jetzt anfangen zu regnen? Du blöde Maske. Oh mein Gott, lass auf, Doktor. Aber hast du das gehört? Ja, hab ich. Hä, das war doch ein Donnerschlag oder so. Oh mein Gott, als ob es zu gewittern anfängt oder so. Lass uns mal rausschauen. Und ja, oh mein Gott, es regnet gerade immer mehr und da sind Gewitterwolken und so. Schnell wieder rein. Oh mein Gott, ich glaube wirklich, das ist die Maske, die das macht. Wow, es fängt gerade mega an, irgendwie zu stürmen. Oh mein Gott, was passiert hier? Es fängt gerade mega an zu wackeln, Freunde. Wow, als ob es so hohe Wellen gibt. Wir haben doch noch den Partytrank. Stimmt, das ist der Partytrank, Vogelmann. Der könnte helfen. Wenn es wirklich die Maske gerade macht, dann könnte sie sich dadurch vielleicht beruhigen oder so. Schütt ihn direkt rüber. Vogelmann, hier ist die Maske. Lass rüber. Mach ich. Oh mein Gott, ja. Lass ein bisschen übrig. Davon trinken wir jetzt auch direkt noch was. Herr Doktor. Go auch. Wartet mal, Freunde. Wow. So als ob es aufgehört hat. Uns auch wieder mega die Partystimmung. Komm, lass uns rausgehen, Vogelmann. Party! Party. Sogar die Maske tanzt. Party. Yeah! Oh mein Gott, ich glaube, der Trank hat wieder nachgelassen, Vogelmann. Ja, stimmt, es regnet fast nicht mehr und der Sturm hat auch aufgehört. Das heißt, wir haben die Maske hier besänftigt. Check, Vogelmann, ja. Okay, und ich würde sagen, jetzt kommen wir zu Challenge Nummer 2. Und dann entscheidet sich, wer die Maske ins Wasser tauchen muss. Und der wird auch klitschnass, weil ich meine, bis hier auf dem Grund ist schon ziemlich tief. Ja, man muss auf jeden Fall runtertauchen. Okay, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit der Challenge Nummer 2. Wir haben hier nämlich ein Tor aufgebaut und da müssen wir gleich mit Bällen reintreffen. Die sind hier. Ah, und ich sehe schon, Vogelmann, du hast schon einen Ball in der Hand. Ja, hab ich. Okay, willst du dann auch direkt anfangen mit werfen? Na klar. Okay, dann fängst du an, Vogelmann. Und danach werfen wir und dann werden wir sehen, wer gleich ins Wasser tauchen muss. Okay, hier drüben ist das Tor und da ist der Ball. Dann werf mal. 3, 2, 1, let's go! Ja. Und oh mein Gott, du hast getroffen, Vogelmann! Juhu. Das ist der erste Treffer für dich. Jeder von uns hat nämlich 2 Würfe und jetzt ist auch mein erster. Hoffentlich treffe ich den auch. Okay, 3, 2, 1, let's go! Und ach nein, ich habe genau daneben geworfen. Ach Mann, das gibt's doch nicht, Vogelmann. Haha, Doktor, ich liege vorne. Ja, den ersten Ball hast du reingemacht, aber wir haben ja beide noch einen zweiten Wurf. Und ich würde sagen, wir werfen jetzt direkt nochmal. Du fängst an, Vogelmann. Vogelmann, hier ist dein zweiter Ball. Danke, Doktor. Okay, dann werf mal. Let's go. Und werfen. Och nein, du hast mega daneben getroffen. Okay, aber jetzt habe ich noch die Chance zu gewinnen. Wenn ich den Ball jetzt reinmache, dann müssen wir nämlich über Schere, Stein, Papier entscheiden, wer gewonnen hat. Und der muss dann auch einfach ins Wasser gehen. Oh mein Gott. Also Vogelmann, bist du bereit für meinen Wurf? Na klar bin ich. Okay, let's go. Ich nehme jetzt auch mal die GoPro, damit wir sehen, wie der Ball geworfen hat. Dann habt ihr auch eine zweite Cam. Okay, Freunde, aber wie werfe ich den am besten? Oh nein, Freunde, wenn Doktor jetzt trifft, muss ich vielleicht mit der XOXO-Maske ins Wasser tauchen. Ich habe eine Idee. Wir pranken ihn und schubsen ihn einfach ins Wasser, Freunde. Boah, Freunde, hier ist der Ball und da vorne ist das Tor. Aber wir müssen noch irgendwie treffen. Es muss... Boah, Vogelmann, was hast du mich denn ins Wasser geschuckt? Och Mann, Vogelmann, warum hast du mich einfach ins Wasser geschmissen? Hab ich nicht. Du bist einfach so reingefallen. Hä, das war doch überhaupt nicht fair. Ja, okay, vielleicht nicht ganz. Aber machst du's? Okay, wenn ich jetzt schon im Wasser bin, dann kann ich eigentlich auch die XOXO-Maske versenken. Aber es fängt schon wieder an zu regnen. Und boah, es wird auch mega kalt. Schaut mal, wie ich zitter, Freunde. Das ist wirklich so krass. Aber gut, Vogelmann, wir ziehen das Ganze jetzt durch. Ich werde die Maske gleich unter Wasser bringen. Gib mir am besten mal kurz meine Taucherbrille raus. Hast du die hier irgendwo? Ja, hier liegt sie irgendwo.
Dach. Ah ja, da ist sie. Okay, gib mir die direkt mal. Ich zieh die direkt auf, okay. Damit können wir dann nämlich unter Wasser was sehen, okay. Ja, jetzt habe ich sie aufgezogen, Vogelmann. Und jetzt noch die XOXO-Maske. Ah, da ist sie. Oh mein Gott, die ist so krank. Weil diese Maske hat ja auch ausgelöst, dass so schlechtes Wetter hier hatte und so. Die hat einfach den Sturm ausgelöst. Die ist viel zu krank, aber jetzt werden wir sie los. Wir tauchen runter in 3, 2, 1, let's go! Vogelmann, ich glaube, ich hab's geschafft. Die Maske liegt jetzt unter Wasser. Ah, jetzt nichts wie raus hier. Ich komme mal wieder ins Boot rein. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt direkt wieder ans Ufer, weil ich hatte einen richtig krassen Spielplatz gesehen.